Guten Morgen und herzlich willkommen bei 1 zu 1 aus Düsseldorf. Die Piraten, darüber wollen wir reden. Ja, da war doch mal was, wir erinnern uns. Sie sind kometenhaft aufgestiegen in Deutschland und alle haben über die Piraten geredet. Zweistellige Umfragewerte wurden ihnen prognostiziert und in der Tat sind sie in das ein oder andere Parlament eingezogen. Erst Berlin, dann Düsseldorf, überall wurde geentert und das ein oder andere Parlament kam hinterher noch dazu. Große Erwartungen auf der einen Seite und, naja, Sie ahnen schon, was jetzt kommt. Direkte Demokratie ist offensichtlich doch ein bisschen schwieriger, als sich das der eine Pirat oder die andere Piratin so vorgestellt hat. Deshalb fragen wir uns jetzt angesichts der jüngsten Umfragewerte und vor der Bundestagswahl, ja, wie sind denn die Chancen der Piraten, entern abgesagt mit einem Fragezeichen versehen, die Piratenpartei vor der Bundestagswahl. Wir wollen mit einem reden, der sich aufstellen lassen für die Piraten hier in Nordrhein-Westfalen. Udo Vetter ist bei mir erstmal. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Vetter, lesen Sie noch Umfragewerte oder blenden Sie die mal ganz schnell weg, wenn Sie die auf dem Screen haben, auf Ihrem Bildschirm wahrscheinlich? Also ich lese sie und kann mit denen auch im Moment ganz gut leben. Wir haben uns ja wieder etwas berappelt. Wir sind wieder in den Umfragen vertreten, mit derzeit zwischen 3. Es gibt auch die Tendenz zu der 4. Wir wissen aber, dass es schwierig werden wird, die 5%-Hürde zu knacken. Deswegen kämpfen wir im Moment um jede Stimme. Wir tun das nicht verbissen, aber wir tun es schon mit Energie und, um es neudeutsch zu sagen, Nachhaltigkeit. Sie sind Anwalt, Strafrechtler, sind da auch durchaus bekannt in der Szene. Ich frage mal jemand, der sich dann hat aufstellen lassen. Sie sind seit 2012 in der Partei. Wo kommt so die Motivation her, dann nochmal so den Schub zu nehmen? Ja, weil jetzt die Umfragewerte so ein bisschen besser werden. Wie motiviert man sich morgens, wenn man, ich weiß nicht, wie Sie Wahlkampf machen, das reden wir gleich noch, wie motivieren Sie sich? Ich motiviere mich ganz einfach dadurch, dass ich die Piratenpartei für ein wichtiges Element in unserer Demokratie halte. Wir haben das Zeug, Dinge anzustoßen und zu verändern. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon gezeigt. Das häufigste Wort nach dem kometenhaften Aufstieg der Piratenpartei, den Sie erwähnt haben, den andere Politiker aus anderen Fraktionen und Parteien in den Mund genommen haben, das war Transparenz. Und das Wort Transparenz sagen heute alle. Und das ist auch ein Verdienst der Piratenpartei. Und es motiviert mich zu sagen, wir wollen nicht nur das in den Köpfen der anderen Politiker und Parteien verankern, damit die sich danach richten und unsere Prinzipien umsetzen, sondern wir wollen sie auch selbst verwirklichen. Und deswegen wollen wir in den Bundestag. Wie läuft Ihr ganz persönlicher Wahlkampf ab? Wie ist so der Tagesablauf im Moment bei Ihnen? Der ist ziemlich vollgepackt. Ich war gestern zum Beispiel noch in Berlin und bin jetzt hier bei Ihnen. Und das ist ganz gute Rumreiserei und auch durchaus etwas anstrengend. Ansonsten bin ich sehr präsent, auch insbesondere an Infoständen, die wir machen. Wir haben den Piratenbus gemietet. Das ist ein englischer Doppeldeckerbus, der von Stadt zu Stadt fährt. Das ist also richtig konventioneller Wahlkampf. Und mische mich dort auch an die Infostände und versuche mit den Bürgern und den Interessierten ins Gespräch zu kommen. Also das ist ganz schöner Knochenjob. Worauf werden Sie am meisten angesprochen? Im Moment ist es natürlich eines unserer Kernthemen, das ist die NSA-Affäre, das ist die Überwachungsproblematik. Kommen wir gleich auf jeden Fall noch drauf, genau. Okay. Werden Sie im direkten Gespräch angesprochen, haben Sie gerade gesagt, oder ist eben auch der andere Weg, wenn Sie dann zurückkommen, gehen Sie auf die Mails, die Sie bekommen, auf die Telefonanrufe? Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, Sie zu erreichen. Wahrscheinlich haben Sie mit so vielen anderen telefoniert. Wie ist da der Weg? Oder ist es doch auch noch viel 1:1? Die Piraten gelten ja als Internetpartei und wir versuchen gerade in diesem Wahlkampf die Bürger ganz deutlich auf der Straße anzusprechen. Das heißt, sie dort abzuholen, wo sie sich auch aufhalten, nämlich in den Fußgängerzonen, an Bahnhöfen. Unsere Infostände finden sie derzeit überall. Also im ganzen Land sind Piraten unterwegs, bauen ihre Tische dort auf und versuchen mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Natürlich haben wir auch, wie andere Parteien mittlerweile auch, die haben sich das bei uns ein bisschen abgeguckt, einen Online-Wahlkampf. Das heißt, also wir haben Online-Plattformen, auf denen Bürger mit uns diskutieren können. Und insbesondere haben wir auch eine Social-Media-Kampagne bei Facebook und Ähnlichem. Also wir sind relativ breit aufgestellt und scheuen aber eben nicht den Weg aus dem Internet als sogenannte Internetpartei zum Bürger selbst. Wenn Sie das mal abschichten und sagen, so viel ist da immer noch direktes Gespräch und das andere, ist es gleichberechtigt nebeneinander? Wie werten Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten, mit Menschen zu kommunizieren? Oder sagen Sie, naja, am Ende ist doch immer am besten, wenn ich einen überzeugen will, dann ist das direkte Gespräch. Oder gibt es auch noch andere Nebeneffekte bei diesen indirekten Arten? Nein, ich führe auch fruchtbare Kommunikation per Mail. Also ich kriege auch viel Post. Wir haben ja eine Wahlkampfzentrale, die sämtlichen eingehenden
Anfragen auch von Bürgern sozusagen an die betreffenden Kandidaten, die sich mit dem Thema auskennen, weiterleitet. Das sind Dutzende Mails pro Tag. Und da kommt dann nicht nur, wenn man da freundlich und sachlich darauf antwortet, sehr häufig auch, ja, das finde ich gut. Das gucke ich mir jetzt vielleicht noch mal in dem Wahl-O-Maten an und schaue mal, ob das wirklich auch in anderen Punkten mit der Piratenpartei übereinstimmt. Es kommt natürlich auch das Feedback, dass Wähler dann sagen, nee, ihr seid doch nichts für mich. Ja? Aber damit muss man natürlich... Oder man wird übel beschimpft. Das ist übrigens so eine Erfahrung, die unser einer macht, seit es diese elektronischen Medien gibt. Ist da durchaus, ich sage das mal hart, ein Verfall der Sitten? Gibt es sowas auch im Netz? Das Netz ist Neuland für viele Menschen und ich sage immer, schreibe nichts ins Netz, was du nicht auch deinem Gesprächspartner ins Gesicht sagen würdest. Mhm. Wenn sich mehr Menschen daran halten würden, wären vielleicht auch die Kommunikationsformen im Netz etwas besser. Aber das ist wie immer ein Prozess, der muss auch erstmal angestoßen werden. Nochmal zu den Themen. Ja. NSA haben Sie angesprochen, wir reden gleich noch ausführlich darüber. Mhm. Wenn Sie NSA und die anderen Themen, oder sagen Sie, naja, dieses NSA-Thema ist eben dann doch am Ende der Kern dessen, was uns ausmacht, wenn Sie das mal werten, wie viel ist das, 80-20 oder welches Verhältnis gibt es? Also das NSA-Thema, Schlagwort Überwachung, ist im Moment das, was aus meiner Sicht die Menschen, die sich über die Piratenpartei informieren, am meisten bewegt. Das ist das konkrete Thema. Werden wir hier möglicherweise über den Tisch gezogen? Wird uns nicht die Wahrheit gesagt? Und wo soll das alles enden? Das ist die bewegende Sache im Moment. Aber es gibt natürlich auch viele andere Gespräche, die wir führen. Anderer Schwerpunkt bei der Piratenpartei ist, das wird häufig nicht beachtet, dass wir auch eine Partei sind, die ganz klare Zielrichtungen vorgibt und Ideen vorgibt für den sozialen Bereich. Also wir sind ja die Partei, die sagt, wir müssen auch mal über den Sozialstaat dahingehend nachdenken, dass man zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen überlegt, evaluiert, schaut, kann man damit etwas machen. Das ist auch ein Thema, das viele bewegt, denn kein Arbeitsplatz ist heute mehr sicher und der soziale Abstieg, der kann fast jedem drohen. Und die soziale Sicherung ist also auch ein Thema für die Piratenpartei. Im Übrigen ganz wichtig für uns auch die Frage, die immer an uns herangetragen wird, Korruptionsbekämpfung. Wie kann man gegen den Filz in der Politik etwas unternehmen? Also das sind so die Themen, die auch die Gespräche an den Infotischen im Wesentlichen prägen. NSA hat uns die Kanzlerin in dem großen Duell am Wochenende, am Sonntagabend gesagt, kein Problem, in Deutschland passiert gar nichts. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Was machen Sie in Fragezeichen? Ich mache natürlich ein Fragezeichen. Ich bin ja Strafverteidiger und wenn ich an das Gericht immer einen Brief schreiben würde, meine Mandanten halten sich an Recht und Gesetz. Ich bitte darum, das Verfahren einzustellen, so wie das die Kanzlerin aus Amerika erhalten hat, das Schreiben, dann wäre mein Leben etwas einfacher und ich glaube, die Kanzlerin macht es sich da auch zu einfach zu sagen, ja, es ist alles... Sie weiß es besser. Ja. Nach meiner Überzeugung... Sagen Sie da die Unwahrheit? Ja, ich glaube, dass auch Herr Pofalla insbesondere die Unwahrheit sagt und möglicherweise auch die Kanzlerin da einfach falsch informiert ist. Sie hat ja selbst erklärt, was ich eigentlich für skandalös halte, dass sie sich gar nicht so richtig für das Thema interessiert. Aber wir haben ja jetzt inzwischen auch gehört von Herrn Assange, dass er möglicherweise in Deutschland sogar ausspioniert worden ist. Das sind ja alles keine Chimären, also da muss ja viel mehr sein. Ja, natürlich. Wir haben doch jetzt erfahren, dass die Amerikaner sogar die Vereinten Nationen ausspionieren, obwohl sie es den Vereinten Nationen damals schriftlich gegeben haben, dass sie sie nicht ausspionieren werden. Da gibt es auch mal einen schriftlichen Vertrag. Und sonst hätten die Vereinigten Staaten eben die EU, die Vereinten Nationen nie nach New York bekommen. Aber selbst an das geschriebene Papier halten sich die USA derzeit leider nicht. Das muss man ganz klar konstatieren. Deswegen muss ich sagen, wir müssen das aufklären und wir müssen die Konsequenzen ziehen und zwar möglichst schnell. Wo liegt das Grundproblem aus Ihrer Sicht in der ganzen NSA-Affäre? Die Büchse der Pandora ist geöffnet worden. Die Büchse der Pandora ist geöffnet und es rieselt auch schon ganz schön Sand auf unsere Häupter, und zwar unangenehmer Sand. Ich vergleiche diese Überwachungsproblematik immer mit Radioaktivität. Radioaktivität und Überwachung, die haben eins gemeinsam. Am Anfang merkt man nichts und wenn man es dann merkt, ist es zu spät. Sind Sie ein Liberaler? Ich bin im Herzen durchaus liberal eingestellt, denn ich stehe... Es gab mal eine Partei, die das so ganz wichtig genommen hat. Ja, ich stehe voll und ganz auf dem Boden des Grundgesetzes. Das ist ja das, was uns im Moment auch so erschüttert, dass zum Beispiel die Piratenpartei neben anderen mehr oder weniger die Partei ist, die jetzt im Moment die Grundrechte verteidigt, die in unserem Grundgesetz stehen. Und wir ein bisschen so das Gefühl haben, dass diejenigen, die Sonntagsreden auf das Grundgesetz halten, eigentlich die Grundrechte, gerade was unsere Privatsphäre, Meinungsäußerungsfreiheit und Ähnliches, dass sie diese schon abgeschrieben haben.
Würden Sie Herrn Assange und Snowden, wie, wer auch immer da fragen würde, Asyl gewähren? Ja, ich würde Edward Snowden Asyl gewähren, aus dem ganz einfachen Grund, weil er durch diese Aufklärungsarbeit, die er geleistet hat, uns tatsächlich die Augen geöffnet hat. Wir müssen uns alle vorwerfen, dass wir sehr die Augen davor verschlossen haben, was tatsächlich ein Ausmaß an Überwachung stattfindet. Und er hat uns die Augen dafür geöffnet. Und das halte ich für ein großes Verdienst, weil es eben eine gesellschaftliche Grundproblematik für uns jetzt offenlegt. Und das ist ein großes Verdienst, weil jetzt haben wir hoffentlich zumindest noch die Gelegenheit, konkret etwas dagegen zu tun, dass dieser Überwachungsstaat eben vielleicht nicht nur im Rohbau da ist und dann schlüsselfertig übergeben wird, sondern wir können vielleicht jetzt auch noch den Abriss schaffen. Einverstanden. Ich mache jetzt eine große Pause. Das aber kommt dennoch. Die Frage zwischen Freiheit und Sicherheit wird uns ja immer gesagt, müssen wir eine Güterabwägung treffen. So ist es, ja. Die Dienste erzählen uns, wenn wir das alles nicht getan hätten, hätte es da und da möglicherweise Anschläge gegeben. Und damit ist es schwierig. Jetzt sind Sie Strafverteidiger, da haben Sie ohnehin einen anderen Blick als andere möglicherweise auf die Grundfrage, die ich jetzt anspreche. Dennoch, ist da eine Güterabwägung zu treffen? Es ist immer eine Güterabwägung zu treffen. Ich treffe diese Güterabwägung neben anderen auf dem Boden des Grundgesetzes. Und in unserem Grundgesetz steht eben nicht ein super Grundrecht auf Sicherheit, sondern die wichtigste, wie der Innenminister das proklamiert. Der hat da etwas gelesen, was ich bislang in dem Text noch nicht gefunden habe. Vielleicht hat er schon die Neufassung. In Bayern gibt es wahrscheinlich ein anderes Grundgesetz. Ja, oder er hat die Neufassung schon. Die vielleicht liegt bei ihm in der Schublade und er hat noch vergessen, sie durchs Parlament zu bringen. Ich weiß es nicht. Aber nein. Im Ernst, bei uns ist wichtig das Grundrecht auf Freiheit. Wir müssen Privatsphäre behalten, wir dürfen nicht zum Objekt des Staates werden und das geht nur dann, wenn unsere Briefe und unsere Internetkommunikation insbesondere nicht lückenlos überwacht wird. Weil wer lückenlos überwacht wird, der kann einfach nicht mehr unbefangen kommunizieren. Und dann hat man, ohne dass man vielleicht deswegen verhaftet wird oder Ähnliches, den Arbeitsplatz verliert, natürlich schon die Schere im Kopf. Und diese Schere im Kopf ist Gift für die Grundwerte unserer Verfassung, insbesondere die Freiheit. Auch um den Preis, dass möglicherweise dann hier und da etwas passiert, was wir dann nicht mitbekommen haben, was wir aber vielleicht hätten mitbekommen können? Also, es gibt ja auch andere Möglichkeiten der polizeilichen und auch der geheimdienstlichen Tätigkeit. Die Totalkontrolle ist ja sozusagen die Ultima Ratio, da wird 100% gemacht. Deswegen ist schon das Problem, dass Sie sagen, man bräuchte eine Abwägung. Es findet dann keine Abwägung mehr statt, wenn man immer 100% Sicherheit proklamiert. Natürlich ist ein gewisses Risiko der Preis der Freiheit, die wir haben. Nur man muss sich vergegenwärtigen, wenn wir sagen, wir geben unsere eigene Verfassung auf und unsere Freiheitsrechte, auf die wir so stolz sind und die für uns so wichtig sind, dann tun wir eigentlich im Prinzip das, was die Leute, die Terroranschläge planen und verwirklichen wollen, eben erwarten, dass wir unseren Staat so pervertieren und verändern, dass er für die Menschen schlicht nicht mehr lebenswert ist. Und dann erreichen die Terroristen auf anderem Wege das Ziel, das sie möglicherweise durch Anschläge verfolgen. Und es gibt bis heute keinen Beleg dafür, dass durch die Totalüberwachung insbesondere irgendein Anschlag ganz konkret verhindert worden ist. Die Dienste erzählen uns das natürlich immer. Sie sehen ja schon, wie der Innenminister mit den Zahlen herumeiert und auch der Kanzleramtschef. Da wird einmal von 5 verhinderten Anschlägen geredet. Dann heißt es wieder nein, es waren doch nur 3 und am Ende vielleicht nur einer. Wir wissen es nicht und wenn die Verantwortlichen nicht wissen, dann kann ich dazu nur sagen, solange keine überzeugenden Zahlen auf dem Tisch liegen, sind das Scheinargumente. Jetzt will ich da mal gegenhalten. Ja. Ich erinnere mich an